So, wir kommen zur nächsten Frage. Welche Gefahr besteht hier? Wir haben jetzt eine Sackgasse, so ein T-Kreis, so ein C-Ding da, einen Polizisten, der hier die regelt, und wir sind die Nummer 1 hier mit dem Auto. Es gibt da drei Möglichkeiten wieder, A, B oder C. Ihr könnt es gerne in die Kommentare reinschreiben, was ihr denkt. Welche Gefahr besteht hier? A, man will mich in eine Falle locken, um mich zu berauben. Darum steht der Polizist und lenkt mich da hinten rein. Oder B, am Ende der Straße könnte eine Alkoholkontrollstelle der Polizei sein. Sonst wird der Polizist ja nicht stehen. Fahren Sie bitte da rein. Kommen, wir pusten einmal. Und dann müsst ihr eventuell zu Fuß gehen oder könnt weiterfahren. Oder C, ich könnte mich zu Tätigkeiten hinreißen lassen. Ja, das könnte natürlich vieles sein. Den Polizisten umfahren oder einfach abhauen wieder oder was auch immer. Also, welche Gefahr besteht hier? A, man will mich in eine Falle locken, um mich zu berauben. B, am Ende der Straße könnte eine Alkoholkontrollstelle sein, der Polizei sein. Ich könnte mich zu Tätlichkeiten hinreißen lassen. Diese drei Möglichkeiten gibt es. So, da bin ich wieder. Die Musik ein bisschen lauter gestellt. Aber immer noch leise. Halt, warum drücke ich Gas eigentlich hier? Ich habe Tempomat drin gehabt hier. So, gleich kommt die nächste Mautstelle irgendwo da vorne. Gehen wir schon mal Höhekurs hier. Benny! Benny DeVito, oder wie hieß er, DeVito? Wie ist er Vorname? Nee, Benny war es nicht, ne? Ben Affleck. Affleck oder Affreud, weiß ich jetzt nicht, wie der heißt. Benny Affleut. Naja, ihr wisst schon, wie ich meine. Da, UPS. Wir überholen hier alle Trucks mit 3 km schneller, als ich fahren darf. All I Want höre ich gerade hier im Hintergrund, ganz leise. Von Dr. Alban. Ihr hört gar nichts davon. Was kommt jetzt für ein Lied? Nun komm schon, ich hole ihn auch noch hier. Und da vorne schon die nächste Mautstelle. Eduard. Zimmermann, nee, Edward Zimmermann, Eduard Zimmermann. Bujo, kenne ich auch nicht. Ich kenne Kutschu, ja, den Hund. So, bin ich vorbei. Yep. Und dann müssen wir wieder halten und bezahlen viel, viel Geld. Dam, da, dam, da, dam. So, brems, 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 brems. Blinke, blinke, blinke. Wir erreichen bald Deutschland. Yeah. Keine Maut mehr. So, gleich darf ich 80 fahren. Das will ich auch ausnutzen. Ah, ist mal nervig hier. Immer anhalten, wir starten, anhalten, starten, nur wegen scheiß Geld bezahlen. Ne? Aber muss ja auch mal sein. Techno, Vorsicht. Autsch! Yeah, Hardcore, Hardcore, Hardcore. Jure! Konnte keinen Auftrag finden. Man musste ohne Lieferung zurückfeiern. Kosten für Kraftstoff und Wartung betragen 2547 Euro. Spendi. Ah ja, ich krieg gleich wieder Geld rein von Katharina, die erste, die glorreiche, die schöne.
Da, da, dam, da, dam. Und da ist die nächste Maut schon wieder. Die machen mich arm hier, die Leute. Ich habe nur 813.000 Euro. Mensch. Ich denn echt hätte das Geld. Das wäre schön. Wenn man als Trucker wirklich so viel Geld verdienen würde. Sam. Sammy Deluxe. Sam. Da stehst du da. Hallo, weg da. Sam. Nachricht von Sam. Genau, so hieß es. Mit Whoopi Goldberg und hier der andere da. Stopp. Gib Gas. Auch ein schöner Film. Aber mehr was für Frauen, weil das nämlich eine Liebeskomödie ist, sozusagen ein Liebesfilm ist, ne? Verschmähte Liebe, die verändert wurde und der eine wird umgebracht, ist im Geist und dann will er mit ihr Kontakt aufnehmen wieder. Radarfalle. Kannst du Gas geben da vorne? Hier ist 80, nicht 40. Du bist sowas von lahm, du Kleiner. So, Lucy. Von den, wie ist die Gruppe nochmal? Destiny Child, ne? Noch neben mir, der Typ. Hey, was willst du hier mit 90? Ich werde 85 fahren. So. Gleich haben wir den nächsten Tanke, brauchen wir noch nicht schlafen und tanken brauchen wir auch noch nicht. Tank ist fast voll, das ist sehr gut. Und jetzt holen wir ihn langsam ein hier. Langsam. Elefantenrennen. Und Tankschlüssel. Mann! Der fällt auch 85 hier, 86. Darf er das? BMW, bayerischer Mistwagen, bei Mercedes weggeworfen. Was gab's noch da? Daniel Kübelberg. Was ist aus ihm geworden? Von ihm auch nichts mehr. Zumindest ich nicht. Eosebes, kenne ich auch nicht. So, sie sind weit hinter mir, also kann ich rüberziehen. So, wie ein leiseres Technolied. Ja, jetzt kann ich endlich überholen, ne, du Mercedes. Wo ist das denn Sturm her? Haus. Mir fällt gerade die Richtung nicht ein. Da Trends ist auch nicht. Naja. So. 18 Stunden Fahrzeit. Maut voraus wieder. Ian. Da, 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 da. So, da sind wir dann gleich. Oh, brems, brems, brems. Andreas, brems. Nö, so viele Autos von mir wieder da. Stopp.
Stopp. Ja, schönes. Mann, hupst du aber ganz schön lange, ne? Ich kann auch hupen. Und ich war diesmal nicht schuld. Der hier mehr ist keiner. Das war der Bus bestimmt. Ich gehe gleich auf die äußerste Spur hier. Hab kaputt mit der langen Krücke hier abzukämpfen. Der wieder nur 40 fährt hier, der Truck. Na komm, der US-Truck hier, ne? Obwohl er wurde ausgehupt. Der kommt irgendwie nicht in die Pötte. Mir egal. Wird er nicht bestraft hier. Germany! Manu, ist immer noch 50 hier, was ist das denn? Jetzt geht er hier rechts rüber, ne? Amerikanischer Film. Oh, nicht hinten ran. Ausgebremst. Ah, ich habe keine Zeit, Leute. Oh, ich kann schwierig rübergehen hier. Ganze Zeit nur 50 hier, das kann ja gar nicht sein. Ja, ja. So, jetzt ist 80. Oh. Jetzt kommt die Stunde Hard Techno. Der Megamix von Thunderdome. Von 1 bis 5. Ja, da geht's los. Ja, Johnny. Dum, 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 dum. Marianne Rosenberg. Dum 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 in the house. In my house. Oh, das war doch lange her. Aus den 90ern. Anfang der 90er kamen die CDs raus. 1 bis 5. Ich habe sie alle noch als Original liegen.
Ich muss ja wieder abbiegen, ne? Ja. Also hier bleiben. Ja.